Ich bin Svenja, mein Streetstyle-Fotograf. Ja, bitteschön. Ich fotografiere interessant aussehende Menschen. Ey. Ja, und zwar sollen wir damit sagen, dass wir auf Bini sind, Digga. Was geht ab? Herzlich willkommen auf einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch allen da draußen geht es gut. Wir befinden uns heute im E36. Ich weiß, in letzter Zeit verspreche ich euch das Daily Content kommt. Freunde, Walla, wir haben gerade Black Friday auf K5, Digga. Es nimmt mich auch alles auseinander, weil ich alles alleine mache und so. Deshalb verzeiht mir, wenn ihr jetzt sagt, nee, stell doch welche ein, Digga. Mit welchem Geld soll ich welche einstellen? Naja, nichtsdestotrotz hoffe ich trotzdem, euch allen da draußen geht es gut. Mir geht es auch gut. Wir befinden uns heute mal wieder in Augsburg. Also, Digga, scheiß mal auf Video drehen. Ich habe nicht nur das Video drehen verlernt, ich habe auch das Driften verlernt. Spaß, mit dem Auto kann man überhaupt nicht driften und das ist das, was mich aufregt. Und ich will es immer wieder rausprovozieren. Sie hat einen ziehen lassen. Gordon hat einen ziehen lassen, ich sterbe, Digga. Oh, ich krieg keine Luft mehr, Digga. Da schnüffelt sie selber sogar draußen. Siehst du, sie schnüffelt selber sogar draußen, halt. Hey, Gordon! Runter hier! Sofort runter! Die Ampel müssen wir noch mitnehmen, Digga, oha. Die Ampel war grün? Ja, natürlich war sie grün, Alter. Wir fahren jetzt erstmal, gehen wir kurz zur Post oder gleich zu mir erst? Heute ist der Abdu hinter der Kamera. Ein Zuschauer auch, der mich seit 3 oder 4 Jahren kennt. 3 Jahre, Digga. 3 Jahre. Der wirklich seit Anfang an beim Kanal dabei ist und so. Und da dachte ich mir, okay, ich lade den Bruder mal eine Woche zu mir nach Augsburg. Er wollte mir eh mal helfen und so, weil er sehr fleißig auch. Hilft mir jeden Tag gerade aktuell bei K5. Wir drehen ein paar Videos zusammen. Wir chillen einfach mal so eine chillige Woche. Und deshalb müssten wir jetzt auch genug Content eigentlich haben. Was machen wir heute? Wir haben heute einiges zu erledigen. Auch geil, oder? Smart kann man da können, ganz lieber grün zu fahren, Alter. Eigentlich wurde im Spezial Just jetzt oder auf Rückweg? Rückweg oder? Ja, okay. Stellt euch K5, erster Link in der Videobeschreibung. Jetzt ist ja Black Friday, wir haben gerade eine Aktion laufen und Moscherie ist draußen. Wir müssen die auch später abholen, aber da können wir lächerlich. Ich habe im E36 einfach gerade kein K5 hängen. Zeigt es mal. Ich habe einfach kein K5 hängen und kein Spray da. Moscherie ist draußen, den zeigen wir euch später. Er riecht geisteskrank. Er ist der krasseste Duft und wer sich ein Spray kauft, kriegt 5 Duftanhänger gratis auf meinen Nacken. Deshalb gönnt euch, macht damit, ich küsse eure Herz. Geisteskranker Duft. Und wenn sich einen Duftbaum kauft, kriegt ihr jeweils einen dazu gratis. Boah, ist jetzt schon wieder einziehen lassen. Ja, wir geben Gas, Gunshot, Gunshot, Spaß. Geht dir gut, was sagst du? Boah, sogar sie ist aufgewacht. Gunshot, Gunshot. Und Bro, fühlst du dich sicher, wenn ich fahre so? Ja, safe. Soll ich mal einen Begrenzer geben? Du bist peinlich so an der Ampel, Mann. Bro, eigentlich ist E36 voll das geile Auto. Ja. Ich sag euch, was eigentlich noch geiler wäre. Dieses Auto mit Klima, Cabrio, okay? Vollausstattung, diese Optik und innen auch so, wie es ist, aber nur mit Sperrdifferenzial. Will ich quer gehen, Alter. Merkst, weil nur sich nur ein Rad dreht, man kann ihn nicht so gut querlegen. In der Türkei schon, weil das Asphalt richtig schlecht, da bin ich 2 Runden so einmal einfach im Kreisverkehr. Aber irgendwann dreht sich nur halt ein Rad und das ist halt derbe planlos. Schaut ganz scharf. Hier habe ich immer gedriftet. Siehst du? Nicht, Alter. Ich gebe ihm 5000 Umdrehungen, Bro. Er geht immer noch nicht quer. Jetzt riecht es voll nach Reifen, gell? Bro, eigentlich, ich weiß nicht, wie ich mit dem C63 überall. Ich wollte quer gehen, ich so, okay. Er ging quer. Mann, Nackoto. Ja, du bist schon witzig. Ich bin 140 reingefahren. Hier maximal 19 mit dem E36. Ich habe seit 2 Stunden mein Handy nicht dabei, gell? Nee, nichts, Digga. Der geht nicht quer.
will nicht quer gehen, Alter. Der hat keinen Bock quer zu gehen, Digga. Das fuckt mich ein bisschen bei dem Auto ab. Es fehlen ein, zwei Ausstattungen und dass ich ihn halt nicht querlegen kann. Tisch ist ja gerade echt sehr schön. Ich habe keine Ahnung, was ich für ein Content drehen soll. Ich spare ganz auf den CLS 63 AMG. Ich weiß, Real Talk über Real Talk. Es passieren halt ganze Zeit so blöde Sachen, Digga. Irgendwelche Nachzahlungen und so bekomme ich die ganze Zeit. Es ist auf jeden Fall immer irgendetwas, dass es einfach nicht dazu kommt, einen CLS 63 zu holen. Ich habe mir jetzt einfach überlegt, über Winter einen CLS 55 zu holen, danach den neueren CLS 63. Aber dann noch so dieses Jahr einen zu kaufen, wäre realistisch. Und soweit ich den E36 überhaupt verkaufe, kann ich mir natürlich so ein Auto leisten. Der hat hier gerade ungefähr einen Wert von 16, 15, 17, sowas um den Dreh. 14 und so wurden mir angeboten, aber tot, für 14 gebe ich nicht her. Dieses Auto hier verkauft habe, meine Ersparnisse zusammenlege, haben wir so 30, 35 vielleicht. Ich bringe jetzt noch bald meine eigene Klamottenmarke raus. Lange Rede, kurzer Sinn. Sparen wir eventuell noch und wenn dieses Auto verkauft wird, können wir uns sofort ein neues leisten. Außer ich mir auch nochmal überlegt habe, dass ich den vielleicht euch schenken werde, verlosen werde nochmal. Ich weiß, die Reaktionen vom E34 Gewinnspiel haben euch auch überhaupt nicht gefallen. Ich habe euch ja gesagt, ich werde es nicht faken. Wenn es mir darum geht, den E34 jemanden herzuschenken, dann würde ich versuchen, dass irgendwie der das Auto am wichtigsten braucht, auch dieses Auto bekommt. So ist es halt. Wir haben das Auto verlost und ich konnte mir halt den Gewinner nicht aussuchen. Sei es ihm trotzdem gegönnt, dem Fabio. Dennoch hat er sich trotzdem gefreut. Dennoch ist er 18. Ich werde auf jeden Fall mehrere Autos verlosen. Da braucht ihr gar nicht traurig zu sein. Jetzt ist sowieso gerade aktuell der Golf 4 für 10 Euro, Digga. Wenn ihr K5 bestellt, sogar wenn ihr 4 K5 bestellt, sogar wenn ihr 3 K5 bestellt für 10 Euro, bekommt ihr sogar 3 nochmal gratis. Ja, der ist einfach nur so von mir on top so geschenkt. Wir müssen um 14.15 Uhr beim Friseur sein, wir haben 14.14 Uhr. Ich habe mir gerade noch eine kalte Spezie geholt, so dumm eigentlich, dass ich geholt habe. Ich schwöre, er fickt jetzt mein Leben wieder, Bro. Er hasst es, wenn ich zu spät komme. Der Tag ist voll stressig, gell? Gleich von morgens, Anfang an, zack, 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 es muss alles erledigt werden. Wir sind einfach gefickt, Digga. Pack mich end, bleib jetzt noch rot so. Ich hasse es, wenn es rot ist, Bruder. Digga, ich schluck Spezie. Ja, auf Stress, ich fahre komplett tot, ich fahre so, wenn ich Eile habe, sonst bin ich so. Man muss schauen, wo man, zack, 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 man muss den Fuchs machen auf der Straße. Dann ist es gemacht, dann nicht. Digga, Eis. Okay, wir sind jetzt da, Digga. Ey, yo, what's up, man? Hier ist mein neuer Haarschnitt, Alter. Kennst du bei GTA San Andreas? Du gehst mit kurzer Haare rein, kommst mit Afro raus. Aber okay. Jetzt ist es so, wir müssen jetzt ein bisschen flexen vor City Gallery bei den kleinen Chojuks. Spaß, Digga. Wir machen uns mal ein bisschen fresh und danach gehen wir ins Büro. Stellt euch mal vor, wir machen einfach einen Autoclub auf. Soll ich einfach einen Autoclub aufmachen? Schau mal, siehst du das? Am Jigdibigusik hier. Wir haben es echt mit Absicht so gemacht, so ein Kanacken, Digga. Ja, Digga, ich brauche so ein Autoclub, wäre schon geil. Wie sollen wir den nennen, Alter? Dass wir so eine Insta-Gruppe haben und so eine WhatsApp-Gruppe. Ja, so geil, gell, sei ehrlich. Boah, der war krass, Digga. Gell. Jetzt war der Boden jetzt wieder nass, weißt du? Nacken, Digga. Driften auf nassem Boden. Das passiert, weil nur einen Reifen durchdreht. Meine Winterreifen dran, dann fahre ich ihn einfach über Winter, Digga. Weißt du, was ich meine? Was soll ich machen, Bro? Das Ding ist, dieses Auto geht schon gut quer. Nur bei Regen oder bei schlechtem Boden, Alter. Zeig deine Baba-Taktik, Bruder. Das kenn ich schon von deinem Video. Welches? Ist die Region da links oder rechts? Scheiße. Ich bin wirklich KV hier jetzt. Ah, hier so rein. Zack. Auch ganz smooth. Hier so rein. Und das war's dann, weißt du?